Hallihallo, meine kleinen Schmusebärchen. Ich muss ehrlich sein, ich habe heute nicht gevloggt. Ich war gestern Abend ziemlich K.O., bin schon mit leichten Kopfschmerzen ins Bett gegangen, obwohl ich wirklich ausreichend getrunken hatte. Und hatte die ganze Nacht über Kopfschmerzen, bin heute Morgen aufgestanden. Gegen 9 war das. Kopfschmerzen, Schwindel. Ich hatte echt das Gefühl, ich habe irgendwie im Hitzschlag gestern bekommen, was ich mir aber fast nicht vorstellen kann. Auf jeden Fall war mir wirklich nicht gut. Ich bin da nur kurz zu Steffi gefahren, habe mich um den kleinen Mu gekümmert, habe ihm Fressen gegeben und so und bin dann wieder nach Hause und habe mich einfach wieder sofort auf die Couch gelegt und habe dementsprechend heute einfach wirklich nichts gemacht, außer mich zu erholen. Und jetzt seit 3, 4 Stunden fühle ich mich wieder einigermaßen fit und okay. Ja, das war aber definitiv echt nicht schön heute. Es kann auch einfach wieder damit zusammenhängen, dass es heute wirklich sehr warm und sehr schwül war. Morgen soll es noch wärmer und schwüler werden. Ja, darauf freue ich mich schon extrem. Ansonsten denke ich wirklich gerade Johnny jetzt Tag über einfach sehr gerne an den Tag gestern zurück. Es war super schön, es war super entspannt. Ich habe das einfach so sehr genossen. Und das hat mir einmal mehr gezeigt, wie wichtig ist es, dass ich einfach meinen Arsch hochkriege und etwas unternehme, weil ich doch wirklich viel zu sehr mich hier in meinem Schneckenhaus verkrieche und das darf wirklich nicht sein. Also an den Tagen, wo ich nicht gerade das Gefühl habe, permanent kotzen zu müssen, muss ich wirklich mehr unternehmen. Ja. Aber ich werde mich jetzt auch wieder hinlegen. Ich werde heute unten auf der Couch schlafen, genauso wie letzte Nacht. Einfach weil das oben im Dachgeschoss viel zu warm ist. Und ja, ich werde mal hoffen, hier ein bisschen Schlaf abzukriegen. Ich würde von daher sagen, Leute, wir sehen uns einfach morgen früh beim neuen Daily Vlog. Morgen früh muss ich noch einmal zu Steffi die Katze füttern. Ich wollte morgen eigentlich auch im Baumarkt Blumenerde holen und wollte mich hier weiter um das Blumenbeet kümmern. Da muss ich jetzt schauen, ob das morgen passieren wird, weil wenn es tatsächlich so schwül und so drückend wird, wie es werden soll, über 30 Grad und Gewitter, und ich merke, dass ich das mit dem Kreislauf nicht vertrage, muss das eventuell nochmal warten. Das wäre aber doof und das würde mir reichlich auf den Sack gehen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ist mein Plan, das morgen früh alles so früh wie möglich zu erledigen, damit die Blumenerde auch schon zumal, also mindestens schon mal hier ist. Das wäre schon mal wichtig, und ich dann einschätzen kann, wie weit ich damit komme. Ich habe bei Bauhaus ein günstiges Angebot gesehen, weil wir wirklich eine ganze Menge brauchen. Und da werde ich jetzt erstmal 10, 40 Liter Säcke holen und werde mal gucken, wie weit ich damit komme. Meistens kommt man ja damit nie so weit, wie man sich das eigentlich wünscht und vorstellt. Ja, das ist aber mein Plan für morgen. Leute, wie gesagt, es tut mir leid, mir ging es heute aber wieder echt nicht gut. Ja, von daher, wir sehen uns morgen früh. Schlaf gut, ich werde versuchen, mich noch weiter zu erholen.